Zurück in die jüngere Vergangenheit. Noch lange blieben einige E10.1 in kobaltblau lackiert. Dazu gehörte auch die Stuttgarter 110-228. Regelmäßig war die blaue noch im Regio-Verkehr unterwegs. Die Konstruktion und die Technik der E10 sind denkbar einfach. Geschweißter Lokkasten, Brückenrahmen und zweiachsige Drehgestelle mit Motoren bilden die Grundkonstruktion. Mittels Gummiringfederantrieb werden alle vier Achsen angetrieben, versorgt über eine 28-stufige Hochspannungsnachlaufsteuerung. Auch bei der E10.1 machen die Farbvarianten keine Ausnahme. Ab 1974 ist Ozeanblau-Beige das Maß aller Dinge. Noch mit Griffstangen an der Stirnfront rollt 110-234 mit einem Nahverkehrszug in den Bahnhof Amstetten an der Geislinger Steige. Die Indienststellung der Serien 103 ab Anfang der 70er Jahre leitet den Abstieg ein. Zuerst sind es die Kasten-E10, später dann die Bügelfalte, die aus den hochwertigen Plänen verdrängt werden. Nach und nach wird der Nahverkehr zum Haupterwerb. Anfang der 90er Jahre stehen aber immer noch einige Fernverkehrsleistungen auf den Plänen. Ansonsten ist es der Nahverkehr mit all seinen Facetten. Während der Serienlieferung ist äußerlich nur wenig verändert worden. Unterschiede gibt es im Spitzen- und Schlusslicht. Bis E10-215 gibt es große Einzelleuchten. Danach sind es zwei kleinere, jeweils ein Spitzen- und ein Schlusslicht. Diese Variante wurde bei vielen Maschinen bei Hauptuntersuchungen nachgerüstet. Hier 110-256 auf der Hohenzollernbrücke in Köln. 110-256 verließ im Juni 1963 das Krauss-Maffei-Werk in München. Die elektrische Ausrüstung stammt von den Siemens-Schuckert-Werken. Beheimatungen in Hannover, Hamburg, München, Köln und Stuttgart stehen im Betriebsbuch. Mit der Verschrottung im Herbst 2004 endet der Lebenslauf. Eine typische Karriere, die sie mit vielen ihrer Schwestern teilt.
Auch die parallel fahrende 215 ist bereits Geschichte. So schnell kann sich das Bild der Bahn verändern. Auch einige Doppelstockzüge werden noch von 110ern befördert. Die Wendezugsteuerung für den Doppelstockbetrieb erhielten sie nicht mehr.